Dieser Kanal wird unterstützt von der Geländefabrik, dein Spezialist für individuellen Tabletop-Geländebau und mehr. Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal No Pain No Game, heute zusammen mit dem Major. Moin. Den nächsten Einheitenfokus. Und zwar schauen wir uns heute mal ausnahmsweise Separatisten an, kann man ja schon fast. Lange Zeit haben wir es nicht mehr gemacht. Jetzt kommen wir zurück mit einem ganz großen, und zwar Maul, einer der meines Erachtens coolsten Figuren, die es da so gibt. War, als der erste Teil rauskam, also im Kino fand ich diese Figur einfach so geil, auch so das Kostüm war richtig cool. Und viele Fans, glaube ich, haben darauf gewartet, dass er endlich kommt. Jetzt habe ich Werbung für diesen guten Maul gemacht, also für die Figur im Star Wars. Möchte das gleich nochmal erweitern auf diesen Kanal, denn wir sind so ein bisschen auf euch angewiesen. Wir freuen uns nämlich immer, wenn ihr unter die Videos Kommentare schreibt, wenn ihr uns Hinweise gebt, was wollt ihr als nächstes sehen, was interessiert euch, kommuniziert mit uns. Nur so können wir darauf reagieren, besser werden und ja, es dahingehend angleichen, dass es euch noch besser gefällt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann drückt den Abo-Button, die Glocke, dann seht ihr nämlich immer, wenn ein neues Video kommt. Es kommt nämlich so einiges hier auf dem Kanal und vor allen Dingen Legion haben wir richtig viel im Petto. So, jetzt ist aber Werbung zu Ende, jetzt kommen wir zurück zum Maul. Major, wir kriegen für 160 Punkte einen Operative, also einen Agenten mit 6 Lebenspunkten, 3er Moral, einen roten Verteidigungswürfel bei Separatisten, eine 2er Bewegung und ein ziemlich cooles Lichtschwert mit 4 roten und 4 weißen Würfeln mit Wucht 2 und Durchschlagen 2. Was sagst du erstmal zu diesen Standardwerten? Also der Großteil davon ist, wie gesagt, totaler Standard. 6 Lebenspunkte haben so gut wie alle Lichtschwertnutzer, also nur irgendwie Commander Vader und Grievous sind da so die Ausnahmen. Dann das gleiche gilt für die 3er Moral, die ist da relativ normal. Verteidigungswürfel, sowas, aber das Lichtschwert, wie du schon gesagt hast, ist großartig. Zuerst einmal so eine erwartete 4 Treffer mit diesen Keywords sind sehr, sehr gut und dann bringt die Waffe auch eigentlich die 2 Stärken mit, die Waffen generell in Legion so ein bisschen haben können. Einerseits Konsistenz, diese 4 roten Würfel geben die sehr, sehr konsistent, sowas wie 3 Treffer mindestens und oder die 2, um das Durchschlagen zumindest anbringen zu können. Und dann kannst du auch mit 4 Würfeln auch auf 6 Treffer kommen oder 7 bei so richtig, richtig dummen Würfeln. Also für den Gegner zumindest dummen Würfeln. Und dann hat das noch ein paar andere schöne Synergien. Einerseits, wenn du da einen Convert drauf bekommst, kommst du auf 5 erwartete Treffer oder Crits. Da kannst du natürlich die aggressive Taktik gut verwenden für einen Surge-Marker oder wenn du irgendwie anders einen Surge drauf bekommen kannst. Und Zielmark kannst du auch sehr, sehr gut damit einsetzen oder andere Wege, deine Würfel zu wiederholen. Und ja, Das ist eine richtig gute Waffe. Auf jeden Fall schon mal, gerade für seine 160 Punkte, spricht das schon mal sehr, sehr gut für die Figur. Mhm. Und tatsächlich, wo ich gesagt habe, schreibt uns gerne mal hier was unter. Irgendeinen Kommentar hatte ich gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Da ging es um den Lichtschwertwurf. Den könnte er rein theoretisch auch ausgerüstet bekommen. Ja. Und zwar heißt es ja da, dass man die Hälfte der Würfel würfelt. Also würde bei dem Lichtschwertwurf, könnte man sich dann ja rein theoretisch nur die 4 roten nehmen, oder? 4 rote. Genau, das nur so als kleine Anmerkung bei diesem. Da ist die Menge der Würfel natürlich auch schon ganz interessant. Ja. Genau. Gut, gucken wir uns die Sonderregel von Maul mal an. Wir kriegen Springen 1, das haben wir auch oft bei Licht. Ist das der erste... Dunkle Lichtschwertnutzer, der springen kann. Mhm. Ne, sonst sind das ja immer, ja. So, da kriegen sie es nicht hin. Deflect kennen wir schon. Wir kennen Immun gegen Durchschlagen. Aber den Yu-Yo Master, den kennen wir noch nicht, oder? Ja, wir kennen respondierende Sonderregeln schon. Obi-Wan mit Zoresu, irgendwie Dooku mit Makashi und Anakin jetzt bald mit Jemso. Die alle jeweils auf bestimmte Lichtschwertstile aus der Star Wars Lore anspielen. Aber Yu-Yo ist da, wie bei den anderen, eine einzigartige Sonderregel. Und zwar besagt die, dass während du verwundet bist, kannst du eine zusätzliche Aktion während deiner Aktivierung durchführen, maximal 2 Bewegungsaktionen. Und das verändert, wie diese gesamte Figur spielen kann, wie das zusätzliche Aktionen häufig tun. Und in diesem Fall ist es, ja, im Gegensatz zu vielen anderen Sonderregeln, die dir zusätzliche Aktionen geben, nicht mal begrenzt dann, was du machen kannst, außer 3 Bewegungen.
Und zuerst muss man dazu sagen, dass das, egal wie krass es auch sowohl jetzt sofort wirkt, auch so ist, dass es dafür auch ein paar Begrenzungen hat. Zuerst einmal hat er dafür keine sonderlichen Sturmangriffe oder unerbittlich, wie es viele andere irgendwie solche Lichtschwertnutzer und sowas haben. Aber damit gibt, da gibt es ein paar Sachen, die man machen kann, die richtig, richtig gut sind. Und zwar einerseits kennen ja Spielen schon Machtstoß und dass das normalerweise auf anderen, dass es eigentlich automatisch bei jeder Einheit, die das bis jetzt nehmen kann, gespielt wird. Und normalerweise kann man sich ja nur zweimal bewegen und dann den Gegner in den Nahkampf ziehen und nicht danach noch zuschlagen, weil man selber auch immer schon irgendwo unerbittlich hat, die ja erst ja seine Bewegung schon beendet hat und dann Machtschuss nutzen kann. Aber Maul mit drei Aktionen kann sich zweimal bewegen, den Gegner ranziehen mit Machtschuss und dann noch zuschlagen. Das gibt ihm, wenn es für seine Angriffe, einfach mal eine kurze Bewegung, mehr Bewegungsreichweite, was ziemlich stark ist. Und dann gibt es eine Menge großartige Kombinationen mit Missionszielen. Du kannst dich zweimal bewegen an Feuchtigkeitsevaporator sowas, mit Springen sogar noch von hinter irgendeinem Geländestück her und dann den sabotieren oder reparieren. Du kannst dich irgendwie zweimal bewegen und dann irgendein Missionsziel für dich claimen und sowas. Da sind eine Menge starke Kombinationen und dafür braucht man aber Machtwirkegriff. Das ist eine sehr, sehr schöne Kombo. Du kannst dich zweimal bewegen, angehendes Missionsziel ran, das geclaimed ist. Dann kannst du den Einheitenführer, der das Missionsziel hat, töten mit Machtwirkegriff und dann das Missionsziel claimen. Das gibt, also lange, sobald er verwundet ist, kann Maul damit extrem viel starke Sachen machen und im Zweifel kannst du auch als mögliche andere von dich zweimal bewegen und noch ausweichen, zweimal bewegen und deine Machtupgrades erholen, irgendwie angreifen und danach noch zweimal bewegen in den nächsten Nahkampf oder eine ganze Menge andere solcher Sachen. Und das definiert diese Figur praktisch. Das ist richtig, richtig gut. Mhm. Die Sonderregel. Und ja, finde ich auch. Und wie wir denn zu dieser Wunde kommen, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Jetzt gucken wir uns erstmal die Upgrades an. Ne? Würde ich sagen, sollten wir uns mal die Einheit, die man nur mit Maul spielen kann, angucken, die auch in diesem Upgrade-Paket mitkommt. Noch bevor wir uns die Upgrade-Möglichkeiten angucken? Ja, wir können auch erstmal die Upgrades machen. Das. Mhm. Okay, gut. Ich habe zweimal die Macht, das Macht-Upgrade-Slot und zweimal das Elite-Upgrade oder den Slot. Das, ja. Die Ausrüstungsmöglichkeit. Was würde man denen in Macht geben können? Gibt es da auch was da neu in der Paket drin ist? Also es gibt ein neues Upgrade, das würde ich sagen, sollte man Maul nicht geben, aber das ist für andere Einheiten sehr, sehr wichtig, dass es jetzt im Spiel ist. Und zwar, das ist die Machtbarriere. Und zwar sagt die, dass während eine andere befreundete Truppler-Einheit, Reichweite 1, verteidigt gegen eine Feuerkampfattacke, kannst du während meinem Angriffswurf für modifizieren, Schritt entweder einen Crit oder zwei Treffer negieren. Und das ist ein Erschöpfen-Upgrade für 10 Punkte. Und das ist auf den richtigen Einheiten eine extrem starke Karte. Auf Maul glaube ich nicht, weil Maul nämlich nicht Meister der Macht und das erholen müsste. Und glaube ich tendenziell auch weiter weg von seinen eigenen Verbündeten operieren will. Bist aber du sicher, dass es bei Maul dabei ist oder ist die Karte bei Anakin dabei? Ich glaube, bei Maul ist nämlich Furcht als Karte mit drin und als zweite Machtfähigkeit. Oder ist die dabei? Ja, doch, die kann dabei sein, ne? Ja, das ist jetzt die Machtkarte der neuen Wave, ja, stimmt, sozusagen. Du hast recht. Das ist, ja, also die Karte ist für ein paar andere Einheiten extrem interessant, für solche Leute wie den Imperator, Obi-Wan, Dooku, vielleicht für Anakin, so eine, die meiste Macht haben und so, aber für Maul passt das nicht. Maul will aggressivere Upgrades und er hat ja auch nur zwei Slots. Bei ihm, wie gesagt, er ist ein Lichtschwertnutzer, er hat die Macht. Machtstoß ist auf jeden Fall als erstes Upgrade gesetzt, grundsätzlich, und er kann ja noch mehr interessante Sachen machen damit, mit Hilfe von Juju. Dann das zweite Upgrade, da gibt es, würde ich sagen, zwei wirklich interessante Kandidaten. Und zwar ist das einmal der Machtwirkegriff und Lichtschwertwurf. Und die haben beide verschiedene Gründe, warum sie ziemlich stark neben sind. Beim Lichtschwertwurf natürlich, sein Lichtschwert ist sehr, sehr gut dafür, um selbst durch Deckung durchzukommen mit den vier roten Würfeln. Und dann kann er auch noch sich bewegen, werfen und dann wieder zurück in Deckung bewegen oder außerhalb von Sichtlinie vor allem. Also damit kann er ein paar interessante Sachen machen und damit kann er auch schon, bevor er direkt in den Nahkampf kommt, mehr Schaden anrichten oder Reichweite 1 kommt vom Gegner. Aber ich würde sagen, dass Machtwürgegriff gerade wegen so Missionszielen vielleicht noch besser ist. Das hängt ein bisschen davon ab, wie du ihn spielen willst.
aber das ist eben auch eine extrem starke Karte sowieso schon, um schwere Waffen rauszunehmen, um Gegner mit Missionszielen, wie gerade eben genannt, rauszunehmen, um einfach irgendwelche teuren Modelle mit guten Saves, von denen es ja auch in diesem Spiel und gerade in der Meta mehr und mehr gibt in neuerer Zeit, wie Mandalorianer oder wie imperiale Spezialeinsatzkräfte oder wie Arcs oder sowas rauszunehmen. Da ist die Karte insgesamt ziemlich gut und gerade gegen schwere Waffen sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Kombos, die man damit auch noch nutzen kann, gerade wenn es um Missionsziele, die man claimt, geht, wie so wie Geiseln und wie Vorräte, also wie Supplies, ist, sind ziemlich stark. Da würde ich sagen, sind das die beiden Upgrades, die man für jeweils 5 Punkte bei ihm als den zweiten Macht-Upgrade dort nehmen kann. Und eins von beiden sollte man immer mitnehmen mit ihm, weil die beide so gut sind. Ja. Und dann kommen wir, glaube ich, schon zu den 2 Training-Slot. Als erstes Tenacity. Er ist ein Nahkämpfer und er will auch noch lieber Wunden nehmen. Einfach mitnehmen. Das ist einfach so ein Blind-Pick, ne? Ja, das ist für Nahkampfeinheiten generell sehr, 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 sehr konsistent dabei. Das sollte man auch so gut wie allen Nahkampfeinheiten spielen generell. Und bei ihm, er will noch mehr eine Wunde nehmen, wie wir gleich sehen werden, kann er das vielleicht sogar kontrollieren, ob er eine nimmt bei seinen Kommandokarten und noch ein roter Angriffswürfel. Und dann kommt das zweite Training und wir haben beim Training bei ihm auch noch eine neue Karte, die mit dieser Wave rauskommt, die ziemlich interessant ist. Initiative ergreifen, ne? Ja, also das schätzen wir jetzt mal, dass dies wie Initiative auf Deutsch heißen wird. Und solange die Übersetzer nicht zu kreativ sind, wird das wahrscheinlich auch die Initiative ergreifen heißen. Das ist ein Upgrade, was noch einmal komplett weg ist. Und das darf man nur auf Commandern oder Agenten nehmen. Und während du Befehle erteilst, gib dir selber einen Befehl, besagt diese Karte, für 5 Punkte. Also so ein bisschen sowas ähnliches wie ein nicht erholbarer HQ-Uplink, aber in einem anderen Slot und mit einer Begrenzung, wie das nehmen kann. Und ja, das ist ein Upgrade, das ist natürlich sehr Listen- und Kommandokartenhand abhängig. Aber das ist gerade für Moll jetzt sehr interessant, weil man jetzt gerade nur ihn mit Dooku oder mit Grievous spielen kann. Und da beide von ihnen auch ganz sicher ihre eigene 1-Pip-Karte mitnehmen wollen, heißt das, dass du dann die Initiative von dieser Karte nutzen kannst und dir gleichzeitig noch selber einen Befehl geben kannst damit. Und deswegen ist das jetzt gerade sehr interessant, wenn du ihn später jetzt, sagen wir, mit dem generischen Druiden-Commander spielst und dann einfach eine ganz normale 1-Pip-Karte spielst, nochmal einen Hinterhalt, dann musst du nicht unbedingt mitnehmen, aber gerade jetzt, wenn du vielleicht eine von den 1-Pip-Karten von dem anderen Commander spielen willst, dann ist diese Karte dafür sehr interessant. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gibt es noch so ein paar Sachen, die man vielleicht, wenn man sie selber irgendwie lustiger findet oder so, oder später, wenn man mit irgendwie einer anderen Kommandokartenhand spielst, auch sich angucken kann. Irgendwie, du könntest offensives Vorrücken nehmen, du könntest irgendwie Jäger nehmen oder sowas, aber offensives Vorrücken ist vielleicht noch am interessantesten, für ihn nur noch einen Zielmarker zu kriegen mit seinen roten Würfeln, aber da glaube ich, dass jetzt gerade zumindest das sehr, sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich die Initiative ergreifen einfach das interessanteste Upgrade ist, da du jetzt gerade ihn einfach nur mit Grievous oder Dooku spielen kannst. Mhm. Und es da auch ein paar sehr, sehr schöne Kombos gibt. Zum Beispiel mit Dookus 1-Pip ist das ziemlich, ziemlich cool. Ja. Ja, dann können wir uns aber mal die kleinen Druiden anschauen, die mit ihm mitgeliefert werden. Ja. Und das sind die DRK-1 Thys Probe Droids, also wahrscheinlich Suchdruiden. Für 35 Punkte kriegen wir 3 Special Forces Einheiten, 1 Lebenspunkt, weißen Würfel, 1er Moral, einen Angriffs- und Verteidigungskonvert mit einer 1 bis 2er Nahkampf- und Beschussreichweite mit Niederhalten. Der hat aber einiges an Sonderregeln. Druidentruppler ist das auch noch, was ganz interessant ist, weil das zum Beispiel heißt, dass du auf dich koordiniert werden darf mit den B1-Druiden und dass du nicht niedergehalten werden kannst, obwohl die Sonderregeln tatsächlich das Interessanteste bei der Einheit sind. Und da willst du mal durchgehen? Ja, zuerst mal haben wir eine neue Sonderregel, eine neue Aktion und ein neues Token, alles in einem, und zwar Aktion. Observe 3, beobachten oder sowas, schätze ich mal auf Deutsch,
Und zwar wähle eine gegnerische Einheit in Reichweite 1 bis 3 und in Sichtlinie. Diese Einheit erhält 3 Observation Tokens. Observation Tokens funktionieren so, dass wenn du mit einer Einheit auf eine gegnerische Einheit schießt, diese Tokens hat, dann kannst du ein oder mehrere von denen ausgeben, um so viele Würfel zu wiederholen. Und ja, das ist eine ziemlich interessante, erstmal eine ganz interessante Sonderregel. Diese Einheit halt erlaubt praktisch, sagen wir mal, ungefähr 1,5 Zielmarker. Ein bisschen besser als das, weil du sie einzeln verwenden kannst und auch verschiedenen Einheiten. Aber sagen wir mal, ungefähr sowas als Wert auf irgendwie so deine Einheit zu geben als eine Aktion. Das ist ziemlich, das ist eine ganz, ganz praktisch. Und du kannst natürlich auf Einheiten wie Maul oder Sniper oder Dr. Grievous oder ein Panzer oder irgendwelche anderen Einheiten geben. Panzer ist unwahrscheinlich, wenn Maul so ein List sein muss, um die sozusagen, wo diese Aktion viel, viel mehr Wert hat und wo sehr, sehr gute Angriffswürfe vorhanden sind. Und natürlich kannst du, was auch noch praktisch ist, du kannst den Marker benutzen, nachdem du das Resultat einer bestimmten Einheit gesehen hast, so ein bisschen wie Klone das mit dem Token teilen zu machen können. Das heißt, du kannst noch mehr Effizienz daraus nehmen, weil wenn eine Einheit, die auf die zum Beispiel schießt, dann so würfelt, dass es sich nicht lohnt, die einzusetzen, kannst du den Marker doch von einer anderen Einheit einsetzen. Und so, da würde ich jetzt schon mal einen Tipp zu geben, dass man darauf achten sollte, welche Einheit das gibt. Denn nachdem sie die Marke erhält, kann er theoretisch sich einfach wegbewegen mit dieser Einheit oder seine Einheit sofort aktivieren, damit du eben, selbst wenn du auf sie schießt, sie schon aktiviert hatte. Das heißt, das ist natürlich besser, damit auf das auf einen einzusetzen, die bereits aktiviert sind, weil der Gegner dann nicht mehr zumindest mit der Einheit darauf reagieren kann. Vielleicht kann ich immer noch irgendwie Ausweichmarke geben. Ja, oder ich sorge dafür, dass ich ihn unter Druck setze, indem ich ihm das, den Bit gebe. Ne? Sage, okay, die Dinger sind jetzt drauf. Ja, ich zwing dich nicht dazu, aber ich mache es schmackhaft, diese Einheit zu aktivieren und vielleicht zwinge ich ihn da so ein bisschen zu Fehlern. Ne? Ja, das kann man auch. Macht sich natürlich ein bisschen davon ab, wie die Einheit steht. Und so, also zum Beispiel, wenn du zwischen Reichweite voneinander seid und er einfach schießen und weglaufen machen kann oder zum Sichtlinie kommt, dann schwer sein. Aber ja, das ist eine ziemlich coole Unterstützungsaktion. Dann haben wir Detachment Maul. Klassische Sonderregel. Kann man auch schon von ein paar Einheiten wie Cassian, den Strandtruppen und Rebellenveteran. Und das bedeutet, dass du diese Einheit nur mitnehmen kannst, auch nur einen davon, wenn du Maul spielst. Und dass diese Einheit in kurzer Bewegungsreichweite von ihm aufgestellt werden muss. Und ja, das ist der Grund, warum sie auch bei ihm in der Box mit drin sind. Das hat ein paar interessante Implikationen damit, wenn wir gleich nochmal bei den Kommandokarten sehen, wo Maul denn aufgestellt werden darf. Und ja, dann neue Regel, Hover, ich schätze mal Schweben, R1. Das bedeutet, dass während du dich bewegst, du Gelände von Höhe 1 oder weniger ignorierst. Das ist praktisch, Mobilität, kann sich gut verstecken, sowas. Und dann haben wir Inkognito. Die Sonderregel kennen wir von K2SO und sie bedeutet, dass wenn du außerhalb von Reichweite 1 von einem Gegner bist, dann kann dieser dich nicht angreifen, außer du hast bereits angegriffen, dich verteidigt oder eine Mission oder eine Missionszielaktion durchgeführt. Und ja, das für 35 Punkte und das ist ziemlich, ziemlich gut. Also zuerst einmal Aktivierung, die 35 oder 36 Punkte kosten, müssen nicht so viel machen, um schon allein dadurch, dass sie eine Aktivierung geben und eine Missionsziel sind, sehr, sehr gut zu sein. Wenn wir uns mal die Aktivierung mit den Punktkosten angucken, B1 Kampfdruiden ohne schwere Waffe, Mörser, R2-D2, das sind alles sehr, sehr kompetitive Einheiten und die sind auch alle aus anderen Gründen gut, aber das allein, dass sie, gerade wenn du Maul auch noch spielst, deine Aktivierung tendenziell runterzieht durch seine Punktkosten, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Ausgleich und dann können sie dir, wenn du sie richtig einsetzt, extrem konsistent und sicher irgendwie Wert wiedergeben. Einfach nur dadurch, dass sie diese Observation Tokens auf den Gegner tun und damit deinen wichtigen Einheiten wieder die Würfel wiederholen lassen. Und gleichzeitig mit Inkognito und der Reichweite 3 von dieser Aktion können sie dabei sehr sicher bleiben. Also das ist, glaube ich, ziemlich einfach, in großer Situation die Einheit so aufzustellen und auch irgendwie mit Cohesion und Sichtlinie so zu bewegen, dass die Gegner entweder gar nicht in die Reichweite 1 von denen kommen kann oder dass der Gegner, wenn er das tut, irgendwelche wichtigen oder schnellen Einheiten viel zu aggressiv bewegen muss. Gerade wenn du auch noch Maul hast, sollten die generell sehr sicher sein und einfach diese Marke verteilen, deine Einheit wiederholen lassen und im Zweifel können sie auch noch, wenn es irgendwie sehr, sehr spät im Spiel ist oder sich die Situation ergibt, immer noch ziemlich effektiv schießen.
zwei Würfel pro Modell da mit einem Convert und Niederhaltend ist ziemlich gut für 35 Punkte. Und du solltest wahrscheinlich in den meisten Fällen noch alle drei Modelle dabei haben. Oder sie können auf Missionsziele gehen und den Cognito nutzen, um da hinzukommen. Und das ist sehr, sehr gut. Die sollten eigentlich immer beim Roll dabei sein. Und ja, dann können wir uns nochmal angucken, was sie noch mit ihrem Comstock machen können. Ja, was können sie denn damit machen? Ich würde sagen, dass es ein Upgrade gibt, was ich da jetzt gerade interessant finde für die. Und dieses Upgrade ist das Comms Relay. Und das Comms Relay bedeutet, dass du, wenn du einen Befehl bekommst, ihn in einer anderen Reichweite 1 bis 2 weitergeben kannst. Das ist interessant, gerade bei der Druin-Armee jetzt, weil du nämlich das Folgende damit machen kannst. Du hast deine B1-Kette und eine von deinen B1-Einheiten hat eine Verbindung zum Hauptquartier. Die benutzt das, gibt das an alle B1 weiter und der letzte B1 koordiniert dann diese Einheit, die auch ein Druidentruppler ist, und dann kannst du mit Comms Relay diesen Befehl an Maul weitergeben oder Doku oder irgendeine andere wichtigere Einheit als die. Und das gibt es jetzt schon, kenne ich jetzt schon ein paar Leute, die sowas auf B1 spielen, und auf diese Einheit ist es halt nochmal praktischer, weil sie A, sehr, sehr schwierig ist zu zerschießen durch das Inkognito, und weil sie sich auch mit dem Inkognito und so leicht war auch ein bisschen weiter vorne aufhalten kann, näher an irgendwie an so jemanden wie Maul oder so, der ja natürlich gerne nah am Gegner spielen will. Und ja, das kann dir Befehlskontrolle geben, damit kannst du diesen Befehl von dieser Einheit und irgendwie B1-Druiden insgesamt auf eine wichtigere Einheit weitergeben. Das ist natürlich auch abhängig davon, was dein Befehlssetup und so ist, was ja bei Separatistenarmee nochmal sehr häufig sehr interessant ist. Und das würde ich sagen, wenn du es aber spielen willst, Teil deines Befehlssetups, dann passt das ziemlich gut auf diese Einheit. Ja. Ja, das ist ja schon mal relativ viel. Aber wir kriegen sogar noch ein bisschen mehr, ne? Denn wir haben heute wieder ein bisschen längeren Einheiten-Foki, denn ja, er ist eine Agentenfigur und bringt selber noch Kommandokarten mit, die das ganze Ding erst komplett abrunden. Ja. Ja, ich würde sagen, wie kämpfen wir uns durch? Von wenig zu hoch oder wie möchtest du das? Das ist ein bisschen anders als sonst hier wegen der Einserkarte. Kommandokarten. Einserkarten. Ja, ich würde sagen, wir können mit der Zweierkommandokarte anfangen. Ja, die einen Filmtitel trägt, ne? Ja. Die dunkle Bedrohung. Ja. Genau, die Zweierblip-Karte. Möchtest du die erklären? Maul, also befehligst Maul und eine andere Truppeleinheit. Maul kann diese Runde nicht angreifen. Gegnerische Einheiten außerhalb von Reichweite 2 von Maul können ihn nicht angreifen. Das ist der eine Teil der Karte. Du kannst die Karte aber auch preisgeben, während die Einheiten aufgestellt werden. In dem Fall bekommt Maul infiltrieren. Während der ersten Runde können Maul und die Sith-Druiden keine Missionszielaktionen durchführen. Und du musst diese Karte abwerfen, nachdem sie preisgegeben wurde. Deswegen meine ich gerade zwei verschiedene Seiten. Du kannst nur eine der beiden Versionen spielen. Entweder du wirfst sie am Anfang ab und infiltrierst, oder du spielst irgendwann, oder nicht, du kannst auch die ganze Spiel auf der Hand halten, den anderen Text sozusagen. Ja, sehen wir jetzt ja häufiger mal, ne? Diese Doppelkarten, ja, ne? Ja, das kennen wir jetzt ja auch schon. Also normal, bei denen bis jetzt gibt es keine Preisgeben-Karte, wo du das abwirfst. Das ist so ein bisschen wie Han Solos 3-Pip-Karte, auch mit einem sehr interessanten Effekt dafür. Aber wir kennen das, dass sie sehr unterschiedlich funktionieren. Auch irgendwie bei Padmes zum Beispiel geben sie ihr sehr unterschiedliche einfach Sonderregeln. Aber ja, das sind zwei extrem interessante Texte, die beide den gleichen Zweck haben, und zwar Maul an den Gegner ranbekommen. Auf der einen Seite infiltrieren, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, wie das sich vielleicht da an den Gegner ranbringt. Und es ist, dass die Karte abzuwerfen ist nicht ganz so dramatisch, wie es scheint, weil häufig Druiden ja auch durch Kommandokette, durch, wie gesagt, sowas durch das Comms Relay, HQ-Uplink koordinieren und so, auch leicht mit irgendwie den Standing Orders mal ihre Einheiten gut befehligen können. Und dafür ist eben das Infiltrieren zusammen mit den Sith-Probe-Druiden extrem stark. Auf dem richtigen Kannst du vielleicht nochmal erklären, warum das Abwerfen so ein Nachteil ist? Das Abwerfen, das bedeutet halt, dass du nur 5 Kommandokarten, also außer Standing Orders, die hast du immer dabei, hast. Und das bedeutet, dass wenn das Spiel 6 Runden geht, dann wirst du in einer dieser Runden Standing Orders spielen müssen. Und Standing Orders mit
Initiative 4 und nur eine Einheit befehlen, ist in vielen Situationen schlechter, außer du willst halt warten. Du willst gerne als Letzter aktivieren. Und das, wie gesagt, das kann man bei den Druiden, kann Druiden nochmal ganz gut ausrichten werden. Und gerade wenn du so eine Einheit wie Maul möglichst spät aktivieren willst, kann es auch interessant sein. Aber ja. Dann, also Infiltrieren auf Maul ist halt auf dem richtigen Spieltisch. Das hängt natürlich vom Gegner ab und davon, wo vor allem sichtliche Blocker sind. Aber auf dem richtigen Spieltisch ist es natürlich extrem stark, einen Lichtschwertnutzer zu haben mit Springen, der das kann. Und ja. Dann kann man es natürlich auch noch kombinieren mit anderen, mit seinen anderen Kommandokarten in der ersten Runde, um extrem früh extrem viel zu bedrohen. Aber ja, die andere Hälfte der Karte sollte man aber auch nicht ignorieren, weil auch für, weil außer von Einheiten, die weiter als Reichweite 2 entfernt stehen, nicht beschossen werden zu können, auf einem Lichtschwertnutzer auch extrem stark ist. Und dafür kannst du auch akzeptieren, dass er in der Runde nicht angreifen kann, weil das normalerweise dann in einer frühen Runde gespielt wird, auch vielleicht Runde 1, vielleicht manchmal Runde 2, wo er sowieso nicht angreifen könnte. Das ist, gerade wenn er keinen Lichtschwertwurf hat, sondern Machtwürgegriff, häufig in frühen Zügen ja so. Und damit kann er natürlich auch extrem viel bedrohen. Wenn er dann da steht in einer Position, wo kein Gegner in Reichweite 2 von ihm kommt und du weißt, dass er als letztes aktiviert, dann kann er extrem viel Bereich kontrollieren und eine extrem große Bedrohung darstellen oder auch einfach sehr, sehr in irgendeine Position rennen, wo Gegner einfach nicht an ihn rankommt, aber die viel weiter vorne und viel exponierter ist, als du das normalerweise tun könntest. Also das sind zwei verschiedene Karten praktisch, die beide Maul extrem gut darin machen, an den Gegner ranzukommen oder den Gegner zu zwingen, ihm sehr, sehr viel Fläche zu geben, sich sehr viel kontrollieren zu kasten auf dem Spielfeld, wenn sie eben nicht zu nah an Maul rangehen wollen. Und das würde ich sagen, macht ihn schon einfach in seiner einen Funktion, einen Gegner ranzurennen, Optionsziele zu kontrollieren, Nahkampf, macht ihn da schon sehr, sehr stark, diese beiden verschiedenen Karten. Also praktisch zwei verschiedene Kartentexte. Ja, aber wir kriegen sogar noch mehr von ihm. Duell des Schicksals. Ja. Wir sagen Duell of the Fates. Einser-Blip-Karte. Großartiges Maul. Lied. Ja. Genau. Du kriegst das. Ein Dodge-Token und Disengage. Was war Disengage noch? Disengage, die Regel kennen wir zum Beispiel von dem Agenten Luke, bedeutet, dass solange nur eine Einheit mit dir im Nahkampf ist, du dich einfach rausbewegen kannst aus dem Nahkampf. Genau. Ja, und während Maul mit einer gegnerischen Einheit im Nahkampf ist, kann diese Einheit keine Ziel-, Ausweich-, Standby- oder Search-Marker verwenden. Ja. Das ist eine Karte, die würde ich sagen, ganz gut ist generell, aber sehr abhängig davon ist, von der Situation und gerade davon, gegen wen du spielst. Es kann Situationen geben, theoretisch, wo Obi-Wan Kenobi seine 1-Pip-Karte gegen das spielt und praktisch die gesamte Karte macht nichts, wenn er mit Maul im Nahkampf ist, wenn du diese Karte dagegen spielst. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dieser Counter da. Oder andere Situationen, wo du irgendwie gegen Klone spielst, jetzt gerade noch, hängt natürlich davon ab, ob sie irgendwie nerven, aber wo der Gegner keine Standby-Marker nehmen kann, wird Nahkampf nochmal zuzuschlagen, wo er nur seinen schlechteren Save hat, wo er nicht ausweichen kann, sowas, das kann super stark sein, wenn du irgendwie gegen Mandalorian zum Beispiel Nahkampf mit ihren Beskar-Duelisten und die keine Ausweichmarker verwenden können, um einen Treffer zu negieren und deinen Durchschlagen komplett zu negieren. Das kann sehr, sehr stark sein gegen all die Einheiten, gerade die Energiemarker verwenden, also gerade gegen sowas wie Klone, gegnerische Druiden. Das kann super sein gegen gegnerische Lichtschwertnutzer, die ihre Ausweichmarker verwenden wollen, um sich einen defensiven Convert zu geben. Gegen all solche Einheiten kann das richtig gut sein. Und da ist es auch da in solchen Situationen, wenn du das im richtigen Moment anbringen kannst, wird das Maul auch ziemlich helfen. Aber es wird auch Situationen geben, wo du einfach nur den Ausweichmarker kommst, aus dem Nahkampf rauslaufen kannst, mit einer Einheit oder zwei, wenn du eine von dem im Machtschuss rausbewegst. Und das ist auch ziemlich gut. Das kann dir halt helfen, nicht vom Gegner mit irgendwie einem einzigen Modell oder zwei oder irgendeiner irrelevanten Einheit im Nahkampf gefesselt zu sein. Und dann kannst du eben damit einfach rauslaufen und dich zweimal bewegen und zuschlagen oder sowas. Das ist gut. Ausweichmarker natürlich. Deflect ist praktisch und so. Ja, das würde ich sagen, ist eine Karte, die insgesamt solide ist und Maul helfen kann, eben nicht im Nahkampf festgehalten zu werden. Und die manchmal halt gegen in bestimmten Situationen gegnerische Verteidigung oder auch gegnerischen Angriff wirklich stark schwächen kann.
und die bestimmte Karten oder bestimmte gegnerische Einheiten ziemlich gut kontern kann. Das, wie gesagt, ist aber das ist aber ein bisschen inkonsistent, wie viel dieser zweite Satz tut. Okay, aber jetzt kommt was ganz Besonderes. Wir hatten hier gerade eine 1-Bip-Karte. Sie kriegen hier irgendwie noch eine 1-Bip-Karte. Ja. At last. Wahrscheinlich sowas wie letztendlich oder so. Ja, auch was, was er in dem chronologisch ersten Star Wars Film sagt. At last we will reveal ourselves. Genau. Und da kriege ich Maul, kann ich aktivieren. Und jetzt wird es interessant, während ich meine Kommandohand zusammenbaue, zählt das als Dreier-Pip-Karte? Ja. Pip-Karte wahrscheinlich, ja. Bedeutet, ich habe in meiner Hand tatsächlich, wenn ich möchte, 3 1-Pip-Karten, 2 2, eine 3 und eine 4. Mhm. Ich kann damit dreimal eine 1er schmeißen. Und zusätzlich gibt diese Karte mir noch einmal einen Zielmarker und Jedi-Jäger, wahrscheinlich Jedi-Hunter. Und da, ja. Und ich kriege eine Wunde. Kannst du, wenn er aktiviert, kannst du, wenn du willst, eine Wunde bekommen. Das musst genau. Du nicht. Also genau. Wenn er schon verwundet ist oder du Juju nicht unbedingt brauchst, dann kannst du es machen. Aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil das bedeutet, dass er Juju von selber aus aktivieren kann, ohne sich vom Gegner beschießen lassen zu müssen oder irgendwie eine Mine auslösen zu müssen oder sowas. Wo du natürlich auch nochmal Würfel hast, die entscheiden, ob du wirklich eine Wunde bekommst. Das ist natürlich deswegen allein, ist die Karte sehr wichtig. Weil du halt die Fähigkeit hast, all deine Jojo-Tricks zu aktivieren, wenn du es willst. Und das ist natürlich auch wichtig, damit du dich zweimal bewegen und noch zuschlagen kannst, zum Beispiel, was ja, sagen wir mal, elementar für so eine Nahkampfeinheit ist. Aber auch ansonsten ist die Karte auch sonst natürlich noch zwei andere Vorteile. Jedi-Jäger, die Sonderregel kennen wir von General Grievous und dem Agenten Vader. Die bedeutet, dass du einen offensiven Crit-Convert bekommst, wenn du eine Einheit mit Macht-Upgrades angreifst oder Macht-Upgrade-Slots. Und ja, das ist natürlich auch sehr situationsabhängig, ob du das anbringen kannst, gerade weil du die Karte ja selbst, wenn du gegen so eine Einheit spielst, nicht unbedingt das ganze Spiel aufsparen kannst für diesen Moment, sondern die Karte vielleicht auch früher spielen musst, um eine Wunde zu erhalten und dann dich zweimal bewegen zu können und Machtstoß irgendeine gegnerische Truppeleinheit an dich ranziehen zu können, um dann im Nahkampf zu sein mit dem Gegner. Also das heißt, dass das manchmal praktisch sein wird und es ist mit seinen 8 oder sagen wir mal wahrscheinlich eher 9 Würfeln mit Tenacity natürlich gut. Aber das ist mit inkonsistent. Ein Zielmarker ist praktisch. Wie gesagt, er hat 4 oder wahrscheinlich eher 5 rote Würfel. Also da ist es natürlich da sehr praktisch, weil du trotzdem leicht einen oder so von denen einer verschiedenen Leerseite oder ein Search haben wirst und natürlich dafür beim Reroll sehr, sehr wahrscheinlich doch einen Treffer und Crit bekommst. Und ja, die Karte ist, würde ich auch sagen, solide. Die ist halt super wichtig für seinen Spielstil, weil sie bedeutet, dass er Juju aktivieren kann, wenn du das willst. Dafür bringst du ihn auf nur 5 Wunden runter. Und ja, das ist, würde ich sagen, noch eine solide Karte. Aber ja, der Fakt, dass du auf 3-1-Pips kommst, ist natürlich in manchen Situationen sehr, sehr praktisch, aber manchmal wird es sich vielleicht auch nerven. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir soweit mit dieser Figur durch, was das Allgemeine angeht. Jetzt gibt es nochmal den Abschnitt, den Major Rant, also quasi die Zusammenfassung und die Einsatzmöglichkeiten der Figur als Ganzes. Und ja, ich freue mich drauf. Hau rein. Ja, zuerst mal, wie die beiden Einheiten jetzt funktionieren, ist, glaube ich, ziemlich klar. Die Sith-Probe-Droiden sind sehr, sehr simple Einheiten. Sie wollen gleich mal 3 vom Gegner sein. Sie wollen diese Marker verteilen oder manchmal auf Missionsziele gehen, Ausnahmesituationen, weiß Angriffswürfel nutzen. Und wenn du ein Comms-Relay hast, eben in Cohesion plus Reichweite 2 von jemandem wie Maul oder so bleiben. Und ja, Maul ist auch eine sehr interessante Einheit, aber auch nicht besonders kompliziert. Nahkampf und Missionsziele sind die Sachen und ein bisschen Kontrolle sind die Sachen, für die er gut ist. Und seine Kommandokarten helfen alle auf verschiedene Weise, ihm dabei zu helfen. Und ja, die Frage ist, glaube ich, für heute eher, wie gut ist die Einheit und wie kann man sie gerade jetzt einsetzen, was vor allem durch seinen Status als Agent natürlich ein bisschen komplizierter ist. Und erstmal, ich glaube, dass die Einheit sehr gut ist. Ich finde, auch mit seinen Kommandokarten jetzt, wie gesagt, außer die 2-Pip-Karte, die darin, ihn in den Nahkampf zu bringen oder den Gegner sehr, sehr viel Raum wegzunehmen, unglaublich gut ist, sind die Kommandokarten, die beiden 1-Pips zumindest, jetzt jeweils
eher situationsabhängig und nicht so sagt, aber dafür hat er halt so schon eine extrem starke Nahkampfattacke und mit Jujo-Meisterschaft auch insgesamt schon ein sehr, sehr gutes Profil. Und ja, darin, da finde ich, ist er sehr, sehr gut für seine Punktkosten und bringt dann auch noch eine andere sehr gute Einheit mit, die mit 95 Punkten auch dir noch eine ziemlich billige Aktivierung gibt, oder 40, wenn du das Comstrade drauf tust. Und ja, die eine Sache, die natürlich jetzt gerade ein bisschen schwieriger für ihn ist, ist der Fakt, dass er ein Agent ist und dass der billigste, in Anführungszeichen, Commander der Separatisten 175 Punkte kostet und dann noch ein paar Upgrades braucht und der andere 205, was bis für die generischen Offizierkommen natürlich so sein wird. Und das ist, würde ich sagen, nicht mal unbedingt irgendwie super schlecht für ihn. Ich finde, er kann mit Doku sehr, sehr gut gespielt werden, aber das begrenzt die Listen, die drin sein kann. Ja, er kann nur in Listen drin sein, wo du schon 400 plus Punkte praktisch gesetzt hast von Anfang an oder sagen wir mal um die 400 Punkte. Sobald du nur die Einheiten auswählst. Und ja, das würde ich sagen, wird bei den Separatisten aber kompensiert mit einer Sache. Separatisten haben unglaublich viele billige und relativ ziemlich effiziente Aktivierungen. Du kannst mit 6B1, mit einem HQ-Uplink, den Probedroiden da dann noch, ein Constellate drauf und dann noch irgendwie zwei Sniper-Teams und den Commander oder Agenten, du da, wie gesagt, ich würde Doku sagen, es ist interessanter, aber dazu kommen wir gleich, kannst du halt schon eine wirklich krasse Liste aufstellen, die halt zwei dieser Einheiten und trotzdem 11 Aktivierungen hat. Und das ist einfach, was wir sonst so noch nicht wirklich kennen in Legion und zumindest sehr, sehr wenig solche Listen bisher gesehen haben. Und ja, dann kommen wir mal zu diesen beiden Duos jetzt. Und da finde ich, ist Doku gerade sehr, sehr gut. Und zwar aus ein paar Gründen. Jetzt würde ich sagen, kann Maul das ausgleichen, das Doku ein bisschen braucht, um eine starke Position zu brauchen auf vielen Aufstellungen durch, seine alter Mann läuft zum Gegner Geschwindigkeit und das kann er sehr gut ausgleichen, indem er mit seiner zweiten Karte und Springen Jujo-Meisterschaft sehr, sehr früh Bereich kontrolliert, Missionsziel kontrolliert, viel bedroht oder schon früh in Nahkampf kommt und dann hat Doku eben die Zeit und den Raum sozusagen nachzukommen oder Maul kann an einer anderen Stelle was bedrohen und den Gegner sozusagen zwingen, seine Aufmerksamkeit zwischen zwei Schauplätzen oder zwei Positionsspielfeld aufzuteilen. Das ist sehr, sehr gut. Und die Kommandokarten und sowas. So kann man mit Dokus 1-Pip-Karte und entweder die Initiative ergreifen oder der vorhin angesprochenen Verbindung zum Hauptquartier, B1-Kampfdroiden und Relay-Kombo, kann man dann eben Maul gegen Großteil aller Gegner automatisch als erstes aktivieren. Außer jetzt irgendwie Han Solo und dem Imperator und seiner 2-Pip-Karte oder dem gegnerischen Doku oder Krennic, gegen die muss man würfeln. Also bei denen nur der Hälfte der Fälle, wenn sie 1-Pip-Karte spielen, kann man eigentlich automatisch die Initiative. Damit kann man Maul einfach gegen Großteil aller Gegner sofort und sicher als erstes aktivieren. Und das ist natürlich ziemlich stark, gerade wenn er sich auf den Gegner zubewegt gerade oder in einem wichtigen Nahkampf ist. Und danach kann Doku noch zweiten Schlag sozusagen kommen. Und mit Dokus 2-Pip-Karte kann er eben wichtige Einheiten, die irgendwie Maul stoppen könnten oder sowas, die Befehlsmarker wegnehmen und gleichzeitig ihn noch befehligen. Und mit seiner 3-Pip-Karte kann er eben Maul einen Ausweichmarker geben, was natürlich für ihn ziemlich interessant ist. Ja, und da würde ich sagen, noch mit anderen Sachen wie einer Machtbarriere auf Doku vielleicht, um Maul zu beschützen früh oder sowas, würde ich sagen, dass Doku Maul gerade der interessanteste Weg ist, diese Einheit zu spielen. Grievous ist, glaube ich, auch okay, können beide sehr, sehr gut zusammen den Gegner rushen und sein 2-Pip-Kater kann ihn beschützen, so. Aber da finde ich, dass Doku gerade mit ihm zusammen sehr, sehr gut aussieht. Und das kombiniert natürlich auch sehr gut mit den ganzen billigen Aktivierungen der Separatisten, die immer noch für ihre Punkte ziemlich effizient sind. Und ja, in der Zukunft wird der Taktik-Druide rauskommen, der generische, der 55 Punkte kosten soll, dann kann man natürlich auch so eine ausgeglichenere Liste mit einem, reellen, sozusagen richtigen Beschusselement in eine Liste reinkommen mit Maul zusammen. Das wird, glaube ich, auch dann ganz gut werden. Aber ich finde gerade jetzt, ich finde diese Doku-Maul-Liste, die ungefähr so wie die gerade genannte aussieht, ist, finde ich, jetzt gerade das war eine der Sachen, die Maul sehr, sehr interessant macht, weil einfach die Fähigkeit, zwei solche Lichtschwert- und Machtnutzer in so einer Liste zu haben, die trotzdem noch auf wirklich hohe Aktivierung kommt, einfach
ja, sehr, sehr bedrohlich ist für sehr, sehr viele verschiedene Gegner insgesamt, weil da eine Menge coole Kommandokarten und Kombos drin sind und weil die Liste da einfach mit diesen beiden Einheiten sehr, sehr viele Kontrolle über Missionsziele haben kann und Großteil des Schlachtfelds, wenn du zwei solche Lichtschwertnutzer hast. Ich glaube, dass Maul aus so einem Grund auch einfach jetzt schon gespielt werden wird. Da finde ich, dass er einfach ein sehr, sehr gutes Profil hat und auch gut in solche, sagen wir mal, so ein bisschen einseitige Separatistenlisten. Jetzt gerade kann natürlich viele Sachen mit ihm einfach nicht machen, weil du eben mit Doku und Grievous durch so ein bisschen eingeengt ist daran, was Listen du bauen kannst mit ihm. Also du könntest zum Beispiel eben den Panzer nicht, glaube ich, jetzt gerade zwar theoretisch, aber nicht in der kompetitiven Liste spielen. Oder irgendwie in einer Liste, die eine gute Anzahl an Aktivierungen hat. Oder sowas. Oder irgendwie eine Liste mit ihm und vielen B1 mit schweren Waffen und Snipern und sowas alles wird jetzt gerade sehr schwierig zu bauen, einfach durch solche Restriktionen. Aber ich würde sagen, dass solche Listen mit zwei sehr großen Bedrohungen sehr, sehr gut aussehen, eben gerade, dass da seine Stärken auch gut in den Listen eingesetzt werden und der auch so gute Synergien mit solchen Listen hat. Und ja, ich glaube, dass Maul eine wirklich kompetitive Einheit ist, die gerade rausgekommen ist. Oder auch bei 500 Punkten sind natürlich die Listen, die jetzt in Bonders sehr, sehr begrenzt. Sowas wird natürlich besser, wenn der generische Separatisten-Commander draußen ist. Bedanke ich mich doch bei dir für diesen tollen Einheitenfokus. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und freue mich tierisch, die Figur mal ins Feld zu führen. Ob ich es hinkriege, ja, vielleicht mit deiner Hilfe, nochmal so ein Coaching. Ich habe mir auf jeden Fall die Figur bestellt beim Big Panda und ja, wenn ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dann geht doch mal beim Big Panda ein bisschen shoppen. Das hilft uns, das hilft ihnen und wir sind alle glücklich. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben und bis bald.